Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um den Vergleich zwischen der LJ16 von Yamaha und der LJ26. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein ziemlich aufwendiges Video wird, weil ich habe jede Menge Bilder vorbereitet. Und bevor wir jetzt lange rumquatschen, wir starten jetzt einfach mal mit den optischen Unterschieden und vielleicht was so ein bisschen Verarbeitung angeht. Und dann kümmern wir uns um die klanglichen Unterschiede. Von daher stelle ich die jetzt nochmal kurz weg. Ziehe den Laptop an mich ran und wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Bild. Und zwar geht es da um die Kopfplatte. Ne? Und wie ihr jetzt hier schon erkennen könnt, sind die Kopfplatten von der Form her identisch, aber wir erkennen, dass bei der LJ16 ein Binding stattfindet. Ne? Das gibt es bei der LJ26 nicht an der Kopfplatte. Die LJ26 ist da wirklich deutlich schlichter. Und wir erkennen schon, dass es sich hier um andere Mechaniken handelt. Ne? Die Knöpfe sind auf jeden Fall anders. Im nächsten Bild wird das dann deutlicher, dass die LJ16 ein auffälliges Binding hat, aber wir erkennen auch, dass die LJ26 ein Furnier auf der Kopfplatte hat. Also da ist ein anderes Holz nochmal auf die Kopfplatte draufgekommen, nämlich Palisander. Die Rückseite ist sehr stark unterschiedlich, wie ich finde. Da erkennen wir nämlich, dass wir jetzt bei der LJ26 offene Mechaniken haben und bei der LJ16 geschlossene Mechaniken. Und wir erkennen, dass die Rückseite der Kopfplatte, der LJ26 nämlich auch mit einer anderen Holzsorte verschönert wurde. Das findet bei der LJ16 nicht statt. Und wir erkennen nämlich auch bei der LJ16, dass die Kopfplatte ja fast wie draufgesetzt wurde, weil die Streifen vom Hals eben nicht bis oben hin durchgehen. Hier wird nochmal ganz deutlich, dass unterschiedliche Mechaniken sind. Nämlich bei der LJ16 sind es nicht gebrandete und bei der LJ26 sind es offene Goto-Mechaniken. Der Halsübergang zwischen Kopfplatte und Hals ist bei der LJ26 verstärkt. Das erkennen wir daran, dass da so eine, ja, sowas wie eine Kante ist. Das findet bei der LJ16 nicht statt. Da haben wir einfach einen ganz normalen Übergang. Und da wird auch nochmal eben klar, dass es sich um eine verschönerte Kopfplattenrückseite handelt bei der LJ26. Beim Hals ist ja ziemlich ähnlich, ne? Würde ich sagen. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Beide haben diese Streifen drin. Also die sagen, es ist ein fünfteiliger Hals. Ob der jetzt irgendwie eine großartige Auswirkung hat, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht könnt ihr da ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon einen Unterschied festgestellt habt. Wenn ein Hals so eine Verstärkung hat, bringt das irgendwas? Und wenn ja, was? Weil ich habe nämlich absolut keinen Plan. Für mich ist es einfach nur ein schönes Gimmick. Mehr, ich weiß nicht. Also wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, was es bringt, dann bitte einfach mal in die Kommentare ballern. Binding am Hals hat in diesem Fall nur die LJ16. Da ist die LJ26 wirklich deutlich schlichter. Erkennen wir hier, die LJ16 hat ein Kunststoff-Binding und die LJ26 nichts. Da sind nämlich auch die Punkte, die oben zur Orientierung dienen, einfach in das Griffbrett, in das Griffbrett direkt rein bei der LJ26. Bei der LJ16 ist es im Binding drin. Die Inlays auf dem Griffbrett sind unterschiedlich. Bei beiden soll es Abalone sein, aber die glänzen bei der LJ26 mehr und ich finde, die sind auch schöner gemacht bei der LJ26. Die sind übrigens an den gleichen Stellen, nämlich an den üblichen verdächtigen Stellen und wir haben nämlich auch an den gleichen Stellen bei beiden Gitarren, dass es mal eine und mal zwei sind. Den Gurtpin am Hals hat nur die LJ16. Die LJ26 hat da keinen Gurtpin, die hat an einer anderen Stelle einen Gurtpin, kommen wir dann gleich zu. Hals-Korpus-Übergang der beiden Gitarren ziemlich gleich, sehe ich keinen großen Unterschied, vielleicht ein bisschen andere Form, aber gleiches Verfahren bei beiden Gitarren. Ja, diese Stelle ist mir wirklich aufgefallen bei den beiden Gitarren, weil, also Lakewood nennt dieses Ding erstmal Stöckchenkappe, ja. Das ist dieses Ding, die Stelle, wo der Hals bis in den Boden dann eben zum Boden hin abschließt. Der ist bei der LJ26 bündig und da ist auch Klarlack drüber. Und bei der LJ16 haben wir eine Kante. Das fällt noch mehr auf beim nächsten Bild. Nämlich, da können wir jetzt deutlich erkennen, dass es eine Kante ist bei der LJ16. Also das wurde nicht bis bündig hinten dran gemacht. Das wurde nur bei der LJ26 gemacht. Da ist also ein Verarbeitungsunterschied, ein deutlicher. Dann haben die beiden Gitarren unterschiedliche Arten von Boden. Ne? Also wir haben bei der LJ16 ein Binding, ein Strich in der Mitte und bei der LJ26 ist, ja, man könnte meinen, dass es ein Stück ist, aber es sind zwei Stücke. Also wenn du ganz genau hinschaust, weißt du, dass es zwei Stücke sind, aber es ist sehr schön gemacht, dass es bei der LJ26 eins ist und bei der LJ16 zwei Stücke sind. Also optisch auf jeden Fall. Das
ist Geschmackssache, ne? Was man da schöner findet. Ich möchte mich da jetzt nicht entscheiden, aber ich denke, der Unterschied ist klar. Binding an Boden der beiden Gitarren. Also bei der LJ26 sieht man, dass man ein dickeres Binding haben. Und bei der LJ16 findet das Binding quasi nur an der Zarge statt und man sieht es so ein bisschen im Boden rein. Bei der LJ26 findet das Binding auch wirklich am Boden statt. Ja, Binding an der Decke, ich denke, das ist ein Großteil Geschmackssache. Beide schließen am Ende mit Holzbinding ab. Finde ich schön gemacht. Bei beiden Gitarren gibt es nichts zu meckern. Hier können wir mal das Binding an Zargen sehen, ne? Also da wirklich ganz ähnlich bei beiden Gitarren. Kein großer Unterschied. Aber wir erkennen schon, dass so ein bisschen das Holz der LJ26 heller ist als bei der LJ16. Abalone, großer Unterschied, wie ich finde. Da sehen wir nämlich, dass bei der LJ16 Abalone verarbeitet wurde und bei der LJ26 nicht. Um das zu bekommen, musst du schon dann wirklich die LJ36 nehmen. Ich glaube, ab der LJ36 gibt es im Japan auch Abalone bei der Rosette. Na, das kriegst du bei dem Einsteiger-Japan-Ding eben noch nicht. Aber schade, finde ich das. Also, dass man da eine günstigere, mit besserer Ausstattung bekommt bei der Rosette, ist natürlich total Geschmackssache. Meine Freundin sagt, ey, die findet das ohne Abalone viel schöner. Wie gesagt, immer Geschmackssache, aber ich verbinde Abalone irgendwie mit Wertigkeit. So, und da, ich finde es schade. Ich hätte mich gefreut über Abalone bei der LJ26, also zusätzlich zur LJ16. Ja, Steg, haben wir bei den Reviews schon mal festgestellt, da ist ein relativ großer Unterschied, weil LJ26 Knochen, LJ16 Kunststoff. Dennoch, es liest sich als ein großer Unterschied, in der Praxis ist der Unterschied gar nicht so groß, weil gehst du zum Gitarrenbauer und willst die LJ16 auf Knochen umbauen, bist du vielleicht maximal beim 100er dabei, dann macht ihr dir eine Stegeinlage genauso, wie du es haben willst, aus Knochen. Bei dem Preisunterschied, beim vierfachen Preisunterschied, ist das also nicht der hauptausschlaggebende finanzielle Unterschied. Also kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Gurtpin, ja, LJ16 mit Klinkenanschluss, weil ein Piezo-Tonabnehmer verbaut wurde. Bei der LJ26 haben wir einen ganz normalen Gurtpin, keinen Tonabnehmer verbaut, gar nichts. Binding ist allerdings ähnlich, nämlich an beiden Stellen wurde nochmal Holz eingearbeitet. Da erkennen wir allerdings auch schon wieder, dass das Holz bei der LJ26 deutlich heller ist. Ja, dann sind wir durch mit dem optischen Vergleich. Wir kümmern uns jetzt direkt um den klanglichen Vergleich der beiden Gitarren. Nämlich Laptop kommt jetzt weg. Ich zücke jetzt das Aufnahmegerät und wir starten jetzt einfach mal mit dem klanglichen Vergleich der beiden Gitarren. Thank you.
Ja, damit sind wir dann durch mit dem klanglichen Vergleich der beiden Yamaha LJ-Gitarren. Ja, was kann ich abschließend zu diesen beiden Gitarren sagen? Also zuerst mal muss man sagen, dass bei der LJ26 ein Hartschalenkoffer dabei ist. Ne? Der steht da, deswegen steht der da, der steht nicht einfach ohne Grund da, sondern Hartschalenkoffer. Bei der LJ16 ist ein Softcase dabei, so eine Art Gigbag, bisschen härteres Gigbag. Ja, ob das jetzt den vierfachen Preis rechtfertigt, ich habe keine Ahnung. Aber was ich euch jedenfalls sagen kann, ist, oder zumindest hoffe ich, dass es im Video gerade bei den Soundaufnahmen rübergekommen ist. Die LJ26 hört sich deutlich voller an. Ja? Wenn du sie in Real Life hörst, hört sie sich deutlich voller an. Der Ton klingt deutlich länger nach, also deutlich mehr Sustain. Und es ist alles irgendwie, es klingt hochwertiger. Die Gitarre lässt sich besser spielen. Vom Spielgefühl, also du nimmst sie in die Hand und du hast irgendwie das Gefühl, es ist mehr Wertigkeit da als bei dem Modell aus China, nämlich die LJ16. Die LJ26 ist zudem auch deutlich besser verarbeitet. Ja, also ich finde an der LJ26 keine Stelle, die irgendwie unschön ist. Ja, im Gegensatz zur LJ16, wo hier und da mal so ein bisschen bei der Verarbeitung, sagen wir mal, geschludert wurde. Das heißt aber nicht, dass die LJ16 eine schlechte Gitarre ist. Auf gar keinen Fall. Die LJ16 ist für das, was sie kostet, wirklich ein echt geiles Instrument. Wie gesagt, Straßenpreis mal abchecken und dann mal gucken, was das Ding gebraucht kostet. Weil gebraucht ist das Ding wirklich günstig. Für eine vollmassive Gitarre ist das Ding wirklich ein Schnapper. Das kann man definitiv von der LJ26 nicht behaupten. Weil gebraucht so gut wie gar nicht zu bekommen. Und wenn, dann zu Mondpreisen. Also das Ding ist wirklich nicht billig, das muss man ganz klar sagen. Und da muss man halt einfach abwägen und wissen, ob man diesen mittigen Sound mag, ob man das haben möchte oder ob man sagt, ja irgendwie, nee, ich stehe doch mehr auf den vollen bassigen Sound, was ich von der Dreadnought kriege oder eben von anderen großen Korpusformen. Alles in allem hat mir dieser Vergleich hier wirklich mega viel Spaß gemacht und ich habe jetzt endlich einen Durchblick mal ein bisschen bekommen, was passiert eigentlich in den unterschiedlichen Ländern bezüglich Verarbeitung, weil man kann es meiner Meinung nach nicht vergleichen. Es ist wirklich eine komplett andere Gitarre, ein anderes Instrument, es lässt sich anders spielen und das ist auch noch mehr Unterschiede, nämlich zum Beispiel der Hals ist ein bisschen anders, ne? Bei der LJ16. Das ist ein anderer Hals, der ist ein bisschen knüppeliger als bei der LJ26. Dann hast du eben diese Geschichte mit hinten mit dem Übergang am Korpus, ne? wo der Hals zusammengeleimt wurde. Das ist auch anders. Dann hast du andere Mechaniken, also viel höherwertige Mechaniken sind bei der LJ26 verbaut. Die Maserung gefällt mir besser bei der LJ26. Das ist aber auch persönlicher Geschmack. Es kann sein, dass dir das bei der LJ16 besser gefällt. Alles in allem sind es wirklich zwei unterschiedliche Instrumente und ich finde, das soll man auch so sehen. Wenn man das nämlich so sieht, es ist einfach nur eine Preisklasse drüber, dann kriegst du einfach einen Schlag und wirst niemals die 26er kaufen. Wenn du das aber als anderes Instrument siehst, sondern eine ganz andere Welt an Instrument, dann kann man dem Ganzen eine Chance geben und ich denke, dann hat die auch die Daseinsberechtigung. Weil wenn man mal ehrlich ist, dann verbindet diese beiden Gitarren eigentlich nur das Holz. Alles andere ist schon anders. Ne? Also das Holz und die Form sind gleich. Ne? Also zumindest auf dem Papier sind die sehr identisch. In der Praxis haben die relativ wenig gemeinsam. Wie gesagt, bis auf das Holz und die Form. Ja, dann hoffe ich, euch hat dieses kleine Video hier oder diese Reihe der LJ-Gitarren von Yamaha gefallen. Es geht auch definitiv weiter. Ich habe gerade nur keine. Ne? Also ich meine mit dem Vergleich der Yamaha-Gitarren. Sobald wieder irgendwas anderes hier reintrudelt, werdet ihr informiert. Und ich habe da Spaß dran. Ich habe Spaß an Yamaha-Gitarren. Ich fand bis jetzt keine Scheiße. Aus der L-Serie wirklich alle Gitarren, die ich bis jetzt hatte aus der L-Serie, waren wirklich gut. Und da kann man, glaube ich, einfach zuschlagen. Also wenn man irgendwie eine Dreadnought von denen sucht, einfach mal LL gucken oder LJ, wenn man so eine Medium Jumbo haben möchte. LS hatte ich noch keine gehabt, vielleicht kommt bald eine, mal sehen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem nächsten dabei seid. Haut da rein, abgehen, ciao.